Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Klemmbaustein-Lyrik. Und überraschenderweise kann ich heute schon die neuen Dreamset ab dem 01.01.2024 vorstellen. Zwei davon fange ich heute mal an. Und dass das überraschend ist, hat damit zu tun, dass bei Lego wohl ein Fehler passiert ist. Die sollte ich gar nicht kriegen. Ich habe sie nämlich auch gar nicht angeboten bekommen. Plötzlich waren sie, naja, Briefkasten ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber doch zumindest von DHL geliefert. Und ja. Dann durfte ich sie auch behalten, darf sie auch zeigen. Und das mache ich doch auch gerne. Insbesondere, weil ich ja gerade eben, mein Sohn und ich, das Special mit Dreams und Ninjago geguckt haben bei YouTube. Und da irgendwie so ein bisschen gerade wieder im Dreams-Fieber reingekommen bin. Weil das war eine wirklich putzige Folge, die auch viele Anspielungen auf Ninjago hat und ganz interessanten Twist. Naja, also nichtsdestotrotz, das lohnt sich zu gucken, ist ja umsonst. Die Sets hier sind leider nicht umsonst. Aber das erwartet man bei Lego jetzt vielleicht auch nicht ganz. Da haben wir einmal den Weltraumbuggy von Mr. Oz für 29,99 UVP. Im Angebot sicherlich deutlich geringer. 350 Teile. Und dann haben wir noch ein kleineres Set hier. Das ist nämlich Matteos Geländeflitzer für 9,99. Im Angebot sicherlich billiger. Fit 94 Teilen. Drei Minifiguren. Eine Minifigur. Und das Ganze gucken wir uns jetzt mal detailliert an. Wenn ich jetzt sozusagen hier den Vorhang lüfte und wir mal schauen, was wir denn da in der Packung gefunden haben. Das Auspacken sahen wir ja oben links schon. Fangen wir mit dem Offroad-Car hier an. Da sehen wir erstmal Matteo, der, wie ich finde, auch wenn wir ihn jetzt natürlich schon öfter hatten, immer noch ganz witzig gestaltet ist durch diese grünen Haaransätze, die er da hat. Und ja, ansonsten ein relativ banaler, ja, also, na, banal ist auch, also, er sieht schon nicht so aus wie normal, ne? Also, so ein Strandbuggy, klar, die sind immer etwas breiter, aber hier haben wir dieses Grüne. Wir sehen hier so ein bisschen Rückstoßdüsen, da kann man wohl auch noch abheben, wie wir sehen. Und Matteo hat auch noch eine Waffe, okay, bitte nicht auf sich selber richten, so, können hier hinten drücken, fällt ein einer raus, finde ich nie wieder, mache ich jetzt nicht. Da sehen wir auch zwei Gesichter, die er hat. Ja gut, bei unter 100 Teilen ist jetzt auch nicht überraschend, dass das auch schon alles ist. Immerhin, der Z-Blob, den finden wir hier hinten auch. Da sehen wir ihn als ganz klein einer. Und ja, ein paar Aufkleber waren natürlich auch dabei. Wir können daraus, während wir hier übrigens noch so ein zweites, so ein Traumteil hier haben, so soll der, hier unten ist normalerweise noch eine Sanduhr, die, mein Sohn hat damit gespielt, oh nein, ja, und nun ist die Sanduhr weg. Aber das Schöne ist ja, wir haben Verpackung, wir können zeigen, wie die Sanduhr aussieht und die ist in vielen Sets eigentlich drin, deswegen kann man sich das, glaube ich, ganz gut denken. Und wir sehen hier, wenn wir wollen, können wir daraus auch zwei verschiedene Sachen machen. Mein Sohn wollte jetzt gerne den Buggy bauen, aber wer will, kann das Ding auch zum Fliegen bringen. Deswegen sind nämlich hier auch diese Rotoren noch mit in der Packung, mit auch entsprechenden Verbindungsstücken. Also da hat man dann die Wahl aus den beiden. Das sehen wir dann hier auch in der Anleitung. Da, das ist das typische, wieder farbliche, kommt es nicht so ganz raus. Das Grundmodell, das ist das Gelbe. Dann kommt noch ein bisschen was Böses. Das ist hier natürlich ganz schnell gebaut. Und dann hat man die Wahl zwischen Grün, der roten und der blauen Pille. Ich meine gesagt, nein, der grünen und der blauen. Und je nachdem baut man das eine oder das andere. Auch hier so ein bisschen dieser Comic-Stil mit drin. Und ja, das ist jetzt auch nichts Herausforderndes, was man hier hat. Und wir haben sogar hier noch Sticker, ja, ja, okay, das wollte ich jetzt gar nicht unbedingt erwähnen, doch muss man natürlich, aber bei 9,99 Sets ist das bei Lego immer so, sei es ein 4-Plus-Set, aber die kosten nicht 9,99. Nee, wir haben noch ein paar Sticker über, das ist dafür gedacht, dass man die überall hinkleben darf, also aus Lego-Sicht, ob das dann wirklich von der Familie gewollt ist, das ist eine andere Frage. Witzigerweise bei unserem zweiten Modell, der Stickerbogen hat solche Zusatzsticker nicht, aber dafür ein paar mehr Minifiguren und hier, wir befinden uns wieder in der Space-Serie. 2024 ist ja irgendwie alles gefühlt, oder zumindest ein Teil bei Lego, spacig. Alles so ein Crossover haben sie ja. Also wir haben es ja bei City, wir haben es bei Technik, ja, bei Dreams zum Beispiel auch, bei Friends und so weiter und so fort. Überall kommt Space-Pin vor. Und so eben auch hier. Und zwar eben mit Mr. O's Space-Car. Und hier hat sich mein Sohn für diese Buggy-Variante hier entschieden. Wir gucken mal kurz. Hier haben wir noch so einen Greifarm. Ja, also auch ein bisschen tiefer. Und ne, tiefer ist er nicht gelegt, aber breiter gelegt. Wir haben hier so ein bisschen ja, Satellitenschüssel. Ne? Der Empfang soll ja auch stimmen. Wir haben so einen kleinen Greifer hier. Da können wir uns dann was holen. Und den können wir auch verlängern, wenn wir wollen. Wir haben jetzt hier noch Schussmöglichkeiten.
die wir sehen. So. Und das ist interessant, ist blau. Einige nennen es Farbfehler, andere nennen es Maserung. Ich finde das eigentlich ganz schön, wenn das so ein bisschen gemasert hier ist. Und dann können wir hier reinsehen, da sehen wir das Cockpit, da ist wirklich nur ein Lenkrad drin. Das ist natürlich eher Schmalhans Küchenmeister. Aufkleber hier und dort. Und wir sehen also, ja, das ist nicht wirklich variabel aufgehängt. Aber dafür könnten wir jetzt hier, wenn wir das drehen, auch diese Einer hier massenhaft im Zimmer verteilen, weil das dann auch so eine Schutzmöglichkeit hat. Hier oben können wir noch einen reinsetzen und das Teil lässt sich drehen. Ist von unten irgendwas Schönes? Nein, ist nicht was Schönes. Aufkleber an der Seite. Ach, guck, da. Benny, Mensch, Spaceship. Haben wir hier auch noch ein bisschen. Ach ja, und Dreams mal etwas anders geschrieben. Von vorne hat er ja was Windschnittiges. Gut, bei Dreams muss man natürlich auch immer, das ist ja auch die Idee dahinter, alles etwas fantasievoller sehen. Das ist ja kein realistisches Modell und wird ja dann sozusagen aus der Dream-Energie beziehungsweise aus den Träumen der Kinder generiert. Dann haben wir hier, ja, dann noch so ein kleines Raumschiff, was dann dabei ist. Wenn wir Variante 2, um die handelt es sich hier nämlich, bauen, mit Reifen, die hier hinten dann die Düsen darstellen. Und ich sagte ja schon, wir haben ein paar Minifiguren. Wir haben Albert, das ist der hier. Der hat mit, das ist doch dieser Schimpanse-Affe. Den kennen wir ja schon aus dem großen Bus, der da durch die Gegend fliegt. Können wir auch dem natürlich hier ein bisschen Luft geben. Und wir haben Jaden da mit seiner Spange. Sehen wir hier, den hatten wir links auch schon in anderen Sets. Ja, und da schläft er auch, genau, Spangen schlafen. Und wir haben Mr. O's. Ja, das ist mein Lehrer, der auch mal durchgreift natürlich. Ja, so, siehst du, hat aber nur ein Gesicht. Können wir wieder draufsetzen. Es gab nie, das zitiere ich wieder aus dem Dreams-Ninjago aus der Folge, warum eigentlich immer ein alter, weiser Herr die Kinder anleitet. Ja, witzig, das ist also, ja, eine witzige Szene dabei. Und wir haben hier noch das Böse, das ist das hier. Ja, ein Gehirn, dann mit Flügeln dran. Ja, also, wer hätte es nicht gern in seinen Träumen? Die Albtraum-Variante. Wobei, das ist sozusagen bei Dreams, finde ich immer noch bei der Serie, so ein Manko. Vielleicht ist ja auch das, also, ich weiß nicht, ob die Serie nun wirklich einschlägt, aber sie ist schon gruselig, teilweise. Und deswegen frage ich mich, ob diese Zielgruppe 8+, okay, das teilweise schon ein bisschen heftig findet. Aber gut, da bin ich derjenige, der es am wenigsten beurteilen kann. Mein Sohn hat es inzwischen geguckt und hat, glaube ich, keine Albträume. Aber er fand es auch zeitweise tatsächlich zu gruselig. Nun gut, wir haben also hier als Grundmodell, können wir einfach nur ein windschlittiges Auto bauen. Da denken wir uns also den ganzen weißen Kram da weg. Oder, das haben wir jetzt nicht, A-Modell wäre also hier hinten mit diesem ganzen Gerödel dran, dass wir also da die Düsen haben. Und dann haben wir eben so einen kleinen Weltraumbuggy mit dem Greifer. Oder wir machen es eben so, wie es mein Sohn wollte. Dann haben wir diese Variante. Und auch hier die Anleitung genauso gestaltet. Farbschema, da haben wir es. Erstmal bauen wir das Grundmodell, dann ein bisschen Böses. Nee, ach Quatsch, hier wird das Böse mal nach vorne gesetzt, oder? Wenn ich das richtig sehe. Ja, erst das Böse, dann geht es ans Gute und dann dürfen wir nochmal wählen, welche von den beiden Varianten wir denn bauen wollen. Da sehen wir es. Ja, nu ist guter Rat teuer. Blau oder grün. So soll es sein. So ist es. Was sagen wir denn dazu? Also, kommt nicht, finde ich, an die Highlights der Serie aus der ersten Staffel, wie ich finde. Also, da war gerade mit diesem Foodtruck zum Beispiel coole Sachen. Ich fand auch die größeren Modelle, das sind natürlich jetzt die kleineren hier, da schon wirklich coole Ideen drin und wirklich fantasievoll. Bei dem hier, ja, also das hier ist natürlich so ein 10-Euro-Set zum Mitnehmen. Hat man zwar auch nur eine Minifigur, aber man hat immerhin gut gegen böse und wirklich Varianten. Ist zwar teilepreismäßig deutlich schlechter als das, aber gefühlt hat man da mehr Spielspaß oder pro Euro mehr Spielspaß sozusagen. Hier muss man gucken mit den Angeboten und dann, ja, ist es nicht ganz so abgedreht, wie ich finde. Also nicht so dieses ganz Besondere, wie es andere DM-Sets schon hatten, aber wir haben ja noch mehr Sets, über die wir uns hier lustig machen können und Spaß haben dürfen. Das wird es in den nächsten Folgen und nächsten Tagen und Wochen noch geben.
was haltet ihr denn davon? Und vielleicht mal so an Eltern. Wird Dreams bei euch, ist bei euch Dreams Thema? Bei meinem Sohn natürlich schon so ein bisschen, weil er die Sets ja nun auch für mich bauen darf. Und ja, da bin ich jetzt vielleicht auch ein bisschen etwas anders. Aber in seinem Freundeskreis ist Dreams bisher auch kein Thema. Guck mal, hier können wir ihn nämlich reinhängen. Das ist doch schon gruselig, oder? Naja. Aber ich lasse mich gerne eines anderen belehren und vielleicht wird es ja noch ein Erfolg. Vielleicht ist es ja auch schon einer und ich weiß, ich habe es nur nicht mitgekriegt. Aber schreibt es gerne in die Kommentare. Wir sehen und hören uns. Bis bald und tschüss. Gute Träume und gutes Nächtle.